Wir freuen uns ganz wahnsinnig, begrüßen zu können Fritz und Heinrich Pothmar von der Bäuerlichen Notgemeinschaft. Liebe Freunde und Weggefährten, ich heiße Heinrich Pothmar. Haben wir und viele, viele andere mehr der damaligen Landesregierung Albrecht klargemacht, was wir von ihren Atomplänen halten, nämlich gar nichts. Das hatte Wirkung. Wenngleich wir unser Ziel, die Abschaltung aller Atomanlagen, noch lange nicht erreicht haben. Aber mittlerweile ist eine neue Generation des Widerstands herangewachsen. Eine Generation, die Hoffnung und die Mut macht. Die Generation unserer Kinder. Viele gesehen von Ihnen hier heute und gerade auch auf dem Trek hierher nach Berlin. Stellvertretend für alle die, wird jetzt mein Sohn Fritz sprechen. Vielen Dank. Ja, ich sag auch nochmal, hallo Berlin! Hallo an alle, die eine ganze Woche auf diesem gewaltigen Trek unterwegs hierher waren. Hallo all ihr, die ihr das Leben bejaht und euch die Zukunft nicht von skrupellosen Geschäftemachern und Lobbyisten kaputt machen wollt. Ich bin einer von 350 Bauern, die heute mit ihrem Trecker hier sind. Und eigentlich ist es nicht unser Job, hier zu demonstrieren oder hier zu reden. Wir sind Bauern. Eigentlich sind die Trecker, mit denen wir heute hier sind, nicht zum Demonstrieren gebaut und werden auf den Höfen dringend gebraucht. Gerade jetzt, der Doppelernte. Aber es ist nicht anders. Wir müssen wieder auf die Straße. In meiner Familie bin ich in der dritten Generation im Atomwiderstand. Höfe, ihr Land und ihr Vieh nicht einfach mitnehmen. Die Gewissenlosen, mitnehmen, wenn es zum Ernstfall kommt. Die gewissenlosen Politiker und Lobbyisten kümmern das wenig. Ach so, weil lassen wir. Denn wie man hier heute sieht, werden es immer mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre Kinder eine Lebenslage. Unser Leben gefährdet. Weniger hätten vom Kampf so lange dauern würde. Noch weniger, statt dass wir mit der Zeit zurück immer stärker werden. Wir 50.000 stehen hier heute stellvertretend für zwei Drittel der Bevölkerung, die den Aufstieg wollen. Wie können sogenannte Volksvertreter ihren Job so falsch interpretieren? Wie kann eine Bundeskanzlerin sich so beharrlich zu Erfüllungsgehilfen der Atomlobby machen? Wie können sogar die Parteien so blind
an einer riskanten Dinosauriertechnik festhalten, die das eigene Volk derartigen Risiken aussetzt. Ein klarer Menschenverstand kann nur fordern: Schluss mit der Atomstromproduktion! Wir fordern die Abschaltung aller atomaren hinnehmen, dass atomare Abfälle in unsicheren, nicht geeigneten Lagern verklappt werden. Und dann immer diese plumpen Atome, ich kann sie nicht mehr hören. Atomstrom sei billig, alles. Atomstrom ist teuer. Jeder Versuch der Atomwirtschaft, uns das Gegenteil einzureden, ist geradezu lächerlich. Denn in der Schreckung sind weder noch Risiko, das Risiko haben wir. Und vor allem künftigen Generationen zur Last gelegt. Atomkraft ist am Himmel nicht, denn sie blockiert den Ausbau erneuerbarer Energien. Eine Technik, die jeden Tag die Gesundheit und das Leben tausender Menschen gefährdet, hat keine Zukunft! Spätestens nach Tschernobyl und Harrisburg hätte es jedem klar sein müssen, dass viele unserer Politiker nach den jüngsten Nuklearkatastrophen, wenn Taubblinde oder vielleicht auch Korruption des Tages nach längeren Laufzeiten krakeln. Merkel heißt nachhaltig leben und damit meine ich nicht nachhaltig zerstören. Seit rund 50 Jahren wird in Deutschland Atommüll produziert. Jeden Tag. Und es ist nicht mal ansatzweise die Möglichkeit einer Lagerung gefunden. Moorsleben droht einzustürzen. Würde man wirklich nach Sicherheitskriterien, wäre der Keller des Kanzleramts besser als das ehemalige Schacht Konrad. Das ist schon nach dem Szenario geworden. Und dabei sollte dieser Salzstock ein Projekt werden. Auch Gorleben ist nur Salzstock. Auch in Gorleben gibt es seit dem Beginn der Untersuchung fachliche Einwände an der Eignung. Allmählich kommt heraus, dass von Anfang an Gutachten gefälscht, Untersuchungen manipuliert und Wissenschaftler unter Druck gesetzt wurden. Um diesen Salzstock als Endlager durchzusetzen. Das ist Atompolitik nach Art einer Bananenrepublik. Es ist höchste Zeit, für uns die Politiker wachzurütteln. Höchste Zeit, unsere Mitmenschen wachzurütteln und ihnen klarzumachen, wie wichtig dieses Thema ist. Wir brauchen keine Atomkraft. Wir wollen keine Atomkraft und wir werden sie uns nicht aufzwingen lassen.